Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich hier wieder mal umbauen. Bevor es aber losgeht, möchte ich eine Frage beantworten, die sehr häufig gestellt wurde. Und zwar wollten viele von euch wissen oder einige von euch wissen, wie groß eigentlich mein Arbeitsbereich, wie groß die Werkstatt überhaupt ist. Ich bin hier in einer Garage, 5 Meter mal 3 Meter. Allerdings kann ich davon nur 3 Meter mal 2,70 nutzen. Das heißt für Werkbänke, die Wände verkleiden, für Werkzeug, dies und jenes. Den Rest vom Raum kann ich für, also den mittleren Raum, kann ich für den Zuschnitt, Platten, längere Sachen problemlos nutzen. Nur die Wände sind halt nicht frei. Da ist das ganze private Zeug, Schwerlastregale und, und. Deshalb habe ich hier jetzt nicht viel zum Arbeiten, aber es ist dennoch ausreichend, um coole Projekte zu verwirklichen. Das kenne ich aus der Vergangenheit, aus meiner Kellerwerkstatt. Da hatte ich auch nur 10 Quadratmeter, aber dann wirklich nur 10. Hier sind es 2,70 Meter mal 3 Meter plus der Raum danach, also die Mitte vom Raum. Ich hoffe, ich habe euch damit die Frage beantworten können. Jetzt kann ich endlich anfangen mit der Umgestaltung meiner Werkstatt. Los geht's! So, hier hat man einfach mal einen Kühlschrank in der Werkstatt. Das hatte ich tatsächlich in meiner alten Werkstatt in dem Korpus verbaut, aber hier brauche ich es nicht. Also kommt das erstmal weg. Oh, Kennt ihr das? Das ist genau das Problem, was ich habe. Ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich jetzt lieber die linke Seite nehmen oder die rechte Seite? Naja, ich glaube, ich mache erstmal die linke Seite. Hier habe ich noch Werkzeug liegen. Cool. Das alles kommt demnächst an die Wand. Hätte ich eine größere Werkstatt, hätte ich das Problem nicht. Falls sich einer fragt, warum ich keine größere Werkstatt miete, weil es keine gibt. Ich habe damals eine Werkstatt gefunden, einen Raum gefunden, die sah so geil aus. Heizung, Wasser, dies, jenes, alles, Strom, Fenster, top. Man darf da einfach keine Werkstatt hinbauen. So, Workbench, das mal beiseite legen. Was haben wir denn da? Ja, ja, einfach mal irgendwo reinschieben. So. Die Sachen darauf, abstellen. Ja, geil. Ein paar Haselnüsse. Da ist noch einiges zu tun, Leute. Mein Pocket Hole Jig. So. Krieg ich das so bewegt? Könnte. Scheiße. Oh nee, das ist ein bisschen zu schwer. Ich muss es leer räumen. Ach Mann. Ach du Scheiße. Der ist ja viel schmaler. Och nein. Wie viel hat das andere? 530. Was hat das hier? Ja, 400. Ey, Mist. Wie wir das Problem lösen können, ist ganz einfach. Wir haben ja sowieso oben, kommt sowieso eine andere Platte hin. Dann sieht man ja oben nichts. Aber was ist mit dem Raum hinter? Hinter dem Korpus. Obwohl, da könnte ich aber auch hingehen jetzt. Die Regalböden könnte ich ja auch ein bisschen größer machen. In der Tiefe. Das ginge. Das ginge. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich schiebe das Teil einfach an die Wand. Wenn ich da jetzt eine Lücke lasse, dann werde ich dir bestimmt irgendein Zeug da reinschmeißen, in die Ecke, wo ich dann nicht mehr drankomme und es verstaubt einfach. So ist erstmal die Lücke gefüllt. Es entsteht zwar hier auf der Seite wieder die Lücke, von dem Korpus zum anderen, ja, aber hier könnte ich mir vorstellen, eine Blende davor zu setzen und auf diese Blende dann meine Steckdosen und vielleicht sogar der Anschluss für meinen Kompressor. Das ist mal eine gute Idee. So.
Platte kann jetzt ab. Ich war jetzt natürlich nicht an einer Schraube befestigt, sondern ich habe die anderen Schrauben schon gelöst. So, Platte abnehmen. So, hier werde ich jetzt zwei Streben einsetzen, damit die nachher sich quasi gegeneinander drücken und das Ganze dann eben stabiler wird. Es darf jetzt nicht zu sehr rüber gedrückt werden, weil sonst kriege ich später beim Schubladenbau hier Probleme. Ich sehe die mal gerade zu und dann machen wir das gleich fest. So, dann können wir das hier mal dran halten. Genau, das darf jetzt nicht zu fest sein. Wie gesagt, der Korpus darf jetzt nicht weggedrückt werden, weil, wie gesagt, wenn ich später hier Schubladen hierfür baue, dann dürfen die nicht aus dem Winkel sein. Also der Korpus darf nicht aus dem Winkel sein. So, das kann man jetzt so befestigen. Dann tut sich auch hier nichts mehr. Dann schraube ich von hier zwei Schrauben rein und von der Seite zwei Schrauben rein. Man würde jetzt vielleicht sagen, Ali, das sieht doch alles kacke aus. Ja, der eine Korpus grau, der andere nicht grau, klein, groß. Du hast hier hinten eine Lücke. Wie willst du das lösen? Ganz einfach. Die obere Platte, die kommt ja ab. Und dann kommt hier eine durchgehende, schöne Arbeitsplatte, die ich mir natürlich zuschneiden lassen muss, weil die sind ja standardmäßig 600 mm und ich brauche aber 530. Das mache ich mit dem Kollegen im Baumarkt. Wird natürlich noch lackiert, farblich angepasst. Die Lücke dazwischen, die wir ja haben, die füllen wir, indem wir unseren Kompressor da reinsetzen oder ich meinen Kompressor da reinsetze, hier einen Druckluftanschluss hin mache, 4 Steckdosen kommen dahin, dann habe ich auch hier alles direkt alles an der Werkbank. Also ich gucke, dass ich das Beste daraus mache. Ich will nicht unnötig Material kaufen, um Geld zu sparen. Also das hier alles zu zerlegen, um dann später was Neues zu bauen, finde ich Blödsinn. Ich spare mir damit die Arbeit, die Zeit, Nerven. Ganz einfach. Und habe natürlich zusätzlich rechts und links nochmal den Platz an den Wänden. Perfekt. Noch besser kann es gar nicht gehen. Also, in diesem Sinne, Leute, habt Geduld, trinkt einen Tee und wartet auf das nächste Video von Ali. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.